bis jetzt. Die müssten eigentlich, ja, sehr schön. Sehr schön, die haben aufgehört. Ist immer schwer, wenn die sagen, hier ist etwas in der Nähe. Aber du siehst es halt nicht, weil es halt nicht in der Nähe ist. So, da vorne möchte ich aber nochmal wieder buddeln. Vielleicht haben wir ja Glück. Es soll sich im Knochenresort befinden. Ja, na gut. Na gut. Ist ja gleich tot, jetzt zum Beispiel. Nein, lebt noch. Finde ich nicht gut. Jetzt ist es weg. Okay. Jetzt hat der Blitz quasi eingeschlagen bei ihm. So, das Kratzgras. Kann man nur für 25 verkaufen oder so. Das ist absolut nichts wert. Ich bin einfach nur sehr gespannt, wenn wir wirklich wieder bei dem einen da verkaufen können. So, am besten gleich alle. Ich meine das ernst, am besten gleich alle. Ey, die meisten sind schon wieder abgehauen. Ah gut, die vier Greymons sind aber super. Die vier Greymons sind aber super, besonders weil wir einfach AOE-Techniken haben ohne Ende. Man sieht ja, die kippen echt einfach nur so weg. Das ist so geil. Die sind gleich sowas von tot. Ich liebe das einfach. Bam, weg. Was geht ab? So, alles gut. Alles gut, alles gut. So, 3000 Geld. Fast 4000. Und loben. Natürlich lobe ich euch. Hätte mich gefreut, wenn die kleinen Argumons auch noch dabei gewesen wären. Aber die wollten nicht mitmachen. So, da hinten war auch noch irgendwo Digi-Götterholz. Digi-Hexenholz. Ich nehme es einfach mal mit. Man weiß ja nie. Vielleicht kriegen wir ja sogar noch Digi-Götterholz. Oder, nee, hier war auch noch Sternholz. Ja, stimmt, das brauchen wir auch noch. Komm, nochmal Sternholz, bitte. Ja, nur eins. Sternholz ist auch so ein Holz, was irgendwie mega selten ist, habe ich das Gefühl. So, dann möchte ich aber trotzdem noch den da vorne. Am besten ist gegen alle Clear Argumons hier. Na komm, die anderen auch noch. Ich will gegen alle kämpfen. Ich will gegen alle kämpfen. Ich will hier alle auf einmal fertig machen. Ach, die sind sowieso schon alle weg. Ja. Ich liebe das einfach. Ich liebe das so sehr. Ich finde die Digimon so geil. Schön. 1375. Fast alle Toy-Argumons hier weg. Keiner will mehr mitspielen. Ich liebe das. Ich könnte das den ganzen Tag machen. Ja, nur Quecksilber. Na gut, vielleicht brauchen wir es auch. Wir brauchen jetzt ja eigentlich Weihwasser. Aber dafür müssen wir ja zum absoluten Nullpunkt, zu dieser Kathedrale. Das Miotismon-Spiel müssten wir eigentlich auch nochmal machen. Ey, das Miotismon-Spiel hier, das Piedmon-Spiel. Ein Piedmon hätte ich eigentlich auch nochmal gerne. Genauso wie ich auch gerne Maschinendramon hätte und ach, was ich nicht alles gerne hätte. So, achso, ja genau. Einmal noch ganz kurz hier hinten graben. Vielleicht finden wir was Schönes. Bäh. Ist halt nichts Schönes. Ist nur Gold, weißt du, das ist halt doof. Hohoho, ich sehe, du hast diesem Gauner Tururimon mein Mowella abgenommen. Ja, das ist der Richtige. Diese Eleganz, diese Handwerkskunst, exquisit. Du hast mir sehr geholfen, Mensch. Ich will mein Wort halten und in dein Unternehmen investieren. Nicht notwendig, sagst du. Nun, das ist kein besonders gutes Geschäft, nicht wahr? Dann lass es mich so ausdrücken. Du versammelst Digimon und Flotaine, richtig? Meine Anwesenheit in der Stadt wäre mehr wert als eine simple Investition. Geschäftssinn ist nicht deine Stärke. Ursprünglich war es mein Traum, Kunstwerke aufzukaufen. Vielleicht ist ja jetzt der Zeitpunkt dafür gekommen. Also auf zum Geschäft. Ich komme natürlich für die Kosten auf. Miotismon hat sich der Stadt angeschlossen. Ich weiß nicht, warum er das jetzt irgendwie verkaufen will, aber... So, Miotismon ist in the town, ist in the city, ist in the hood. Wie man das alles so nennt. Und wir
sind hier. Ja, wir sind hier. Rosa Stein, ach ja, genau, wir könnten ja, wir reden jetzt einfach mal mit Piedmon draußen. Wir reden mal mit Piedmon, vielleicht hat er ja noch irgendetwas. Ja, dann kommt aber alle, dann kommt alle. Wenn dann richtig, wenn dann wollen wir richtig hier aufs Maul hauen. Ah, die meisten hauen schon wieder ab, sind nur 4 Stück geworden. Oder 3 nur, ah. Na, 4. So, die ersten sind schon alle wieder tot. Ach, ich liebe das einfach. Es wird nie langweilig so. Es wird einfach so geil. Ich freue mich darüber immer so sehr. 3 Leiterzitronen. So. Hoppala. Das war ungewollt. Da wollte ich jetzt nicht reinrennen. Es tut mir leid. Können wir die Leiterzitronen ja bald alle verticken, wa? Nach Fugamon da draußen. Mal schauen. Ich bin gerade am überlegen, was Rina nochmal wollte. Was wollte Rina denn nochmal? Die wollte doch irgendetwas. Oder? Für meine letzte Trainingssitzung. Komm zum selben Ort zurück, es wird schwerer. Okay, gut, wir reden auch nochmal mit Rina, denke ich mal heute. Hey, du kommst spät, Cast. Ich habe dich beobachtet, seit du im Knochenresort bist. Ich habe dich genau, sehr genau beobachtet. Aber das ist dir bestimmt nicht aufgefallen, oder? Tja, kann es auch nicht, solange ich es dir nicht sage. Denn das ist eine meiner Kräfte. Aber es macht natürlich keinen Spaß, wenn du mich nicht findest. Weder mir noch dir. Und? Was sollen wir tun? Wie wäre es mit Verstecken? Du musst suchen, Zähmer. Genau für solche Ablenkungen gibt es das Resort. Die Regeln sind ganz einfach. Finde mich heute 3-mal in meinem Verstecken. Ich werde das Knochenresort nicht verlassen und natürlich bekommst du eine Belohnung, wenn du gewinnst. Und wenn du verlierst, streichelt das mein Ego. Deine Partner-Digimon könnten allerdings etwas deprimiert sein. Na klar. Ho, 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 so gefällst du mir. So gefällt mir das. Nun, dann lass uns anfangen. Okay. Er verlässt das Knochenresort nicht. Wir sollen ihn 3-mal finden. Das heißt, wir sollen hier alles abgucken. Ah, okay, wir... Ja, die Greymons kommen schon wieder angescheitert. Dann nehmen wir aber die nächsten auch noch mit hier. Wenn schon, dann alle. Wenn dann auch alle Greymons, weil dann zimmert dann wenigstens auch rein für die. Oh, das war ein bisschen früh, aber egal. Hey, nicht hinfallen. Was habe ich gesagt? Ihr fallt ganz schön auf hin, was ist los mit euch? Na, was ist hier los jetzt? So, Kampfaura noch und dann sind auch alle weg. Was, die leben noch? Einer lebt noch? Wir kommen nicht mehr wirklich zum Zuschlagen. Ach, Manu. Dann kriegt ihr eine mittlere MP-Disc. So. Dann müsstet ihr ja zufrieden sein. Dann solltet ihr vielleicht irgendeine Technik einsetzen. So, Ende. Wir haben kein MP mehr. Uns geht echt das MP aus. Examon. Was ist denn los mit dir, Exi? Exi braucht echt ein Pflaster. Dann drücke ich euch mal hier die MP-Disc rein. So, seid ihr fröhlich. Gut, wir sollen aber trotzdem Myotismon finden. Er könnte ja wirklich überall sein, ne? Du spürst, dass Piedmon in der Nähe ist. Oh, das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr angenehm, wenn das kommt. Digimail. Ho, 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 ho. Wir spüren also, dass er in der Nähe ist. Das ist schon mal sehr angenehm, wenn da was kommt. Weil dann können wir ihn nämlich wirklich, wirklich sehr leicht auffinden. Hoffe ich mal, dass wir ihn dann leicht auffinden können. So. Na gut, dann mach deinen Finish-Move und dann ist gut. Meine Güte.
Wir haben halt echt keine MP mehr, weil wir die MP so schon aufgearbeitet haben. Wir haben die MP so aufgearbeitet, das geht gar nicht. Wir müssen uns ja jetzt leider überall umgucken. Was, diese Materialien? Achso, ja, stimmt, hier hinten. Gut, dass wir nochmal hierher geguckt haben. Hier gibt es auch nochmal Hexenholz. Und das gar nicht mal wenig. Sehr schön. Okay, hier soll er irgendwo sein. Wir sehen ihn auch leider nur, wenn wir wirklich genau vor ihm stehen. Und besonders mit unseren riesigen Digimons sehen wir noch viel weniger. Hallo, Piedmon. Ja. Und ist jetzt Abendbrotzeit? Nein. Hat er eigentlich gesagt, dass wir dafür eine gewisse Zeitspanne haben? Ich glaube, wir hatten eine Ewigzeit, ne? Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, wir hatten eine Ewigzeit gehabt. Er hat jetzt nicht gesagt, innerhalb von 24 Stunden oder sowas. So wie die anderen. Oh, das ist angenehm. Schwarzes ist gut. Schwarzes ist sehr gut. Also könnten wir auch ruhig schlafen gehen oder was anderes machen oder was weiß ich. Ist es nicht auch, dass Piedmon in die Stadt kommt? Ich weiß das gar nicht mehr. Hat nicht irgendwann irgendjemand mal gesagt, dass Piedmon in die Stadt kommt? Als es, glaube ich, darum geht, die Digicoins auszutauschen. Irgendwie sowas habe ich auch in Erinnerung. Wie gut versteckt er sich denn? Du spürst, dass Piedmon sehr nah ist. Oh, das ist angenehm, ja. Das ist wirklich sehr angenehm, wenn einem das immer so gesagt wird. Und ich sehe da auch schon einen blauen Kreis da hinten. Da ist er. Okay, also es wird auch auf der Map angezeigt. Das ist gut. Das ist gut. Da finden wir den locker. Okay, Examon hat die Fähigkeit, sich zu teleportieren. Haben wir gerade alle gesehen. Weg. Piedmon. Hoho, gut gemacht. Aber das wird erst der Anfang. Ab jetzt wird es immer schwieriger. Piedmon hat sich an den nächsten Ort versteckt. Hier war, glaube ich, irgendwas drin, oder? Ach ja, war nicht der hier, der viel Geld gibt oder so? Wir brauchen aber trotzdem noch MP. Oh, das war eine coole Technik, die er da gemacht hat, das Feuerding. Vielleicht haben wir ja Glück. Haben wir nicht? Schade. Wir haben kein Glück. Hätte ja sein können. Wäre schön gewesen. Ach ja, seine Kothaufen-Medaille da. Aber wo bekommen wir die dann nochmal? Ja, Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Okay, Piedmon hat sich wieder irgendwo versteckt im Knochenresort. Er ist, oh, du spürst, dass Piedmon in der Nähe ist. Oh, das ist cool. Also er ist wieder irgendwo hier. Vielleicht kommen wir... Ah, Mann. Mano, lass mich mal in Ruhe. Und tot. Ich sehe es immer kommen, wenn die dann diese Aura machen. Okay, Piedmon ist hier in der Nähe. Ich vermute mal vielleicht irgendwo da unten. Bei den ganzen Tuskaimon. Vielleicht. Wir wissen aber schon mal, dass er hier ist. Jetzt haben wir natürlich die Wahl. Entweder gehen wir nach oben oder nach unten. Ich würde sagen, dass wir aber nicht zurückgehen. Oder? Nee. Wir gehen, glaube ich, nicht wieder hoch. Sondern wir gehen gleich runter mal schauen. Dass die auch weiterhin gegen uns kämpfen wollen, das verstehe ich nicht. Das sind so eine Muschel-Digimons. So eine Lowy-Digi-Monster und die wollen gegen uns kämpfen. Das ist schon... Schon nicht schön. Die sind so einfach zu besiegen und haben so wenig Stärke.
sind überhaupt gar kein Herausforderung für uns. Gar kein Essen? Okay, na klar. Essen kriegen wir hin. Wenn ihr euch nicht so groß macht, kriegen wir es hin. Ach komm, warum nicht? Am besten beiden. So. Da freuen sie sich, da sind sie glücklich. Warst du jetzt satt? Ja. Kann man ja auch mal machen, weißt du? Einfach mal die Digimons mit schönem Essen füttern. Aber so auf der Karte wird er nicht angezeigt, oder? Das wäre zu einfach, oder? Ja, das wäre zu einfach. Das wäre zu einfach, wenn er wirklich so angezeigt würde. Würde. So, Boltmon will ja noch nichts von uns. Aber wenn wir dann immer schön oben rechts auf die Karte gucken und diesen blauen Kreis sehen. Vielleicht sehen wir auch den blauen Kreis erst, wenn es heißt, oh, wir spüren Piedmon ganz tief, also ganz nah bei uns. Quasi sein kalter Hauch spüren wir im Nacken. Was gibt's hier aber zu graben? Achso, das ist bestimmt eine Etage tiefer. So, er könnte natürlich auch ganz hinten beim See bei Tuskaimon sein. Ich glaube, da gucken wir mal als erstes hin, oder? Wir gucken mal als erstes zum See bei Tuskaimon. Was? Da gucken wir mal gleich als erstes hin. Achso, da unten. Können wir auch gleich die Materialien da unten mitnehmen, das ganze Wasser. Die scheint aber nicht in der Nähe zu sein, wa? Nee. Und das da oben. Ach, das könnte vielleicht Boltmon sein. Natürlich, ich kann keine weiteren Materialien aufnehmen. Das war so klar. Es war einfach so klar. Wir campen. So. Einmal ganz kurz kämpfen. Ja, campen. Du spürst, dass Piedmon in der Nähe ist. Ja. Dann nehmen wir hier das Wasser mit. Man weiß ja nie, wofür man das irgendwann nochmal braucht. Man weiß ja einfach nie. Angeln könnten wir hier auch. Was, wenn wir kämpfen? Hä? Wo wir hier in Digimon kämpfen? Hier ist keins. Hä? Hier war kein Digimon. Regentropfen ist auch gut. Haben wir, glaube ich, sowieso haben wir, glaube ich, letztens erst alles dafür aufgebraucht für den Teich. Welches Digimon will denn hier kämpfen? Hier will keiner kämpfen. So, dann gucken wir mal da runter, weil ich habe echt das Gefühl, dass er da unten irgendwo ist. Ich glaube nicht, dass er wieder nach oben gegangen ist oder sich nach oben teleportiert hat. Und dann geht er vielleicht noch in den Friedhof hinten zur Kirche und dann haben wir ihn, glaube ich, gefunden. Das kann ich mir nur vorstellen, dass das irgendwie so ein bisschen, ja, so ein bisschen so abläuft. Wir müssen uns beeilen, das ist nämlich die letzte Folge. Und heute darf ich wirklich nicht länger machen. Also nicht ausschweifend länger, sag ich mal. Kann sein, dass wir... ich darf nicht ausschweifend länger machen. Belassen wir es dabei. Da nehmen wir Material mit. Hier kriegen wir echt schön Hexenholz, das gefällt mir. Wenn dafür, dass das hieß, dass wir es nur an kleinen Stellen finden, finden wir es ganz schön häufig hier, das Hexenholz. Oh, ich sehe Piedmon, glaube ich schon. Ich sehe da zumindest einen blauen Fleck. Kann sein, dass der da unten sich schon verbuddelt hat. Ich glaube, hier ist jemand. Ja, ihr meint Boltmon. Zufällig auch das große Toy-Argumon hier? Na ihr? Na, dann kommt mal alle her. Du spürst, dass Piedmon sehr nah ist, ja. So, dann kommt mal alle her. Wenn ihr alle kämpfen wollt. 5 Stück. Ja, na, von mir aus. Die wollen es ja so.
Es ist nicht meine Schuld. Sie wollten das. Ich finde das auch geil, dass wir diese Fähigkeit haben zu paralysieren dank dem Kram. Ist das schon sehr, 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 sehr angenehm geworden. Muss ich ja wirklich sagen. Die kommen kaum noch zum Angreifen, weil wir sie halt mit dem Gewitter paralysieren und das ist schon richtig geil. So, danke. So, sonst noch irgendjemand? Einer hat, glaube ich, überlebt, wa? So, Piedmon ist hier in der Nähe. Piedmon Baum? Ha! Ha! Ausgezeichnet! Beeindruckend, dass du mich hier gefunden hast. Aber es gibt ja noch eine Runde. Du wirst es bereuen, wenn du es jetzt ruhiger angehen lässt. Na, da bin ich aber mal gespannt. Na, da bin ich ja... Erstmal gehen wir rein, raus. Warte. Hier konnte man irgendwo... Da konnte man rein, raus gehen. Vielleicht ist er ja doch wieder hier in dem Hauptding. Im grünen Promi-Raum sind wir auch so selten. Gibt es hier irgendetwas, was wir noch nicht hatten? Hier war, meine ich mal, das Toy Agumon drin, als wir das allererste Mal hier waren. War hier, glaube ich, mal Toy Agumon drin. Wo wir das für Monster-Emon und sowas... Das ist auch schon sehr lange her, aber... Ich glaube, das war so. Oh, drei mittlere Heilungsdisken. Ist eigentlich ganz cool. Hier gibt es sogar noch Materialien. Unfassbar. Hm, naja, Hexenholz. Was? Essen? Na, na klar, meine Lieben. Na klar. Hier, bitte. Hier, bitte. So, sind sie wieder satt und glücklich. Ja, schreien mich wieder vor Freude an. Okay, wir spüren nicht, dass Piedmon hier in der Nähe ist. Ich gehe jetzt mal hier hin. Ich habe irgendwie... Ich weiß auch nicht, warum. Okay, hier im Leichenweg ist er auch nicht. Wir gucken mal zur Kirche. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass er bei der Kirche ist. Ich weiß auch nicht, warum, aber irgendwie... Irgendwie habe ich so das Gefühl. Bisschen Weißgold, warum nicht? Zwei Mithril. Ach ja, hier war, glaube ich, hier sollte man ja sogar Mithril finden. Ich entsinne mich. So, Kratzgras. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass er da hinten ist. Ich weiß auch nicht warum. Oh, nicht dran vorbeilaufen. Na komm, irgendwo mal ein Diamant, das wäre schön. Oh, nichts kannst du sonst wohin schieben. Na, nicht kämpfen. Was willst du denn nochmal? Was willst du denn von uns? Hä, wer bist denn du?